Und in Kiel begrüße ich jetzt Johann Wadepuhl, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Herr Wadepuhl. Guten Abend, Herr Schirm. Herr Wadepuhl, die Ukraine fordert von Deutschland die Lieferung schwerer Waffen. Sollte Deutschland das tun? Ja, das sollte Deutschland tun. Das tun andere. Und warum? Weil es genau die Waffen sind, die die Ukraine jetzt braucht, wo der schwere Angriff Russlands begonnen hat. Wir haben das ja in den letzten Stunden mitverfolgen können. Russland hat jetzt noch einmal, wie man sagt, neu angesetzt. Das ist natürlich eine absolute Untertreibung dessen, was stattfindet. Schwere Artillerieangriffe, gefolgt von Kampfpanzern und dann wahrscheinlich auch von Infanterie werden die Folge sein. Dagegen kann man sich nur wehren, wenn man selber schwere Waffen hat. Das heißt, wenn man selber gepanzerte Fahrzeuge hat, wenn man selber Artillerie zur Verfügung hat. Das braucht die Ukraine sehr, sehr dringend. Darum hat sie lange gebeten und Deutschland sollte zu den Ländern gehören, die die Ukraine an der Stelle unterstützen. Denn wir haben gesagt, Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss sich erfolgreich verteidigen können. Und wenn man das sagt, dann muss man auch so handeln. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt sagen Sie ja, Lieferung von Kampfpanzern und Artillerie. Sind Sie auch für die Lieferung von Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen? Also das muss man schauen, ob das überhaupt hier zur Verfügung steht. Die Ukraine hat eine Wunschliste abgegeben und gesagt, was sie dringend benötigen würde. Dazu gehören diese beiden Ausrüstungsgegenstände, die Sie jetzt genannt haben, nicht. Denn es ist vollkommen klar, dass man derart komplexe Waffensysteme nicht ohne weiteres bedienen kann. Ein Flugzeug, ein Hubschrauber muss man länger geflogen sein. Das ist aber anders bei relativ einfachen Artilleriesystemen, insbesondere bei einfachen gepanzerten Fahrzeugen, die einfach nur die Mannschaft schützen, dagegen sofort verletzt zu werden, wenn es gegnerischen Beschuss gibt. So etwas haben wir aus alten Bundeswehrbeständen noch in Deutschland. Das können deutsche Rüstungsunternehmen relativ schnell instand setzen. Man kann relativ schnell auch das ukrainische Personal schulen. Das heißt, es hat einen Sinn und einen Zweck, so etwas zu liefern. Und das sollten wir aber eben auch machen. Und das ist das, was wir kritisieren. Darf ich da mal einhaken? Bundeskanzler Scholz hat ja gesagt, wir stellen über 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Damit kann die Ukraine Waffen einkaufen, auch in Deutschland bei deutschen Firmen. Was ist da falsch daran? Naja, falsch daran ist, dass es einer Ausfuhrgenehmigung bedarf, um das Geld sozusagen auch entsprechend anlegen zu können, wie der Kanzler es selber gesagt hat. Also ganz praktisch, es gibt ein deutsches Unternehmen, was alte deutsche gepanzerte Fahrzeuge wieder aufarbeitet und bereit ist, an die Ukraine zu verkaufen. Die Ukraine auf der anderen Seite möchte dieses Gerät haben, kann es bezahlen, will es bezahlen. Und dann kommt der dritte Akt, dann brauchen wir eine deutsche Genehmigung durch das Bundeswirtschaftsministerium, wahrscheinlich durch einen Beschluss des Bundessicherheitsrates gedeckt, dass das auch ausgeführt werden darf aus Deutschland, weil derartiges Material natürlich nicht ohne weiteres exportiert werden kann. Und an diesem dritten Akt, an dieser Genehmigung der Bundesregierung, mangelt es seit vielen Wochen und mangelt es auch heute noch, auch nach der Erklärung des Bundeskanzlers. Und das halte ich wirklich für einen schweren Fehler, einen schweren politischen Fehler. Deutschland wird seiner Verantwortung gegenüber der Ukraine nicht gerecht und auch seiner internationalen Verantwortung nicht. In dieser Erklärung, die Sie angesprochen haben von Bundeskanzler Scholz, hat der Bundeskanzler gesagt, wir haben auch die Pflicht, eine Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern. Die Lieferung von schweren Waffen wie Kampfpanzern könnte dazu führen, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird. So hat der Kanzler zumindest argumentiert. Ja, das halte ich für falsch, denn wir wissen, dass andere NATO-Partner liefern, beispielsweise Tschechien liefert Kampfpanzer. Der Bundeskanzler hat auch heute, was auch richtig ist, noch einmal gesagt, es sollen auch andere östliche NATO-Partner Material liefern, was aus alten Sowjetbeständen kommt und was die Ukrainer schnell bedienen können. Also die Briten liefern,
die Slowaken liefern, die Vereinigten Staaten von Amerika liefern, auch schweres Gerät, sogar wahrscheinlich Hubschrauber. Also alle, es gibt viele andere, die schweres Gerät liefern. Und wenn Russland nun der Logik folgen sollte, die das ja unterstellt, dass derartige Länder dann sozusagen als Vergeltung angegriffen werden würden, dann wird die NATO angegriffen und dann sind wir ohnehin auch mittendrin in einem Krieg, was wir natürlich alle nicht wollen, das stimmt ja. Aber die Ausrede, dass Deutschland deswegen nicht liefern sollte, weil es dann in den Krieg reingezogen werden könnte, die lasse ich nicht gelten. Das ist ein Ausweichen und das ist ein Nichtwahrnehmen der Verantwortung, die den Bundeskanzler und die Deutschland jetzt betrifft. Es ist oft genug gesagt worden, es geht hier auch um das Vertrauen Deutschlands in der Welt. Stehen wir zu unseren Bündniszusagen, stehen wir zu unseren Zusagen, auch die internationale Rechtsordnung zu verteidigen? Und derzeit stehen wir dazu bestenfalls halbherzig. Das war die Einschätzung von Johann Wadepohl. Herzlichen Dank. Sehr gerne.